Ja, Leute, also ihr habt es jetzt gesehen. Ja, deswegen, ich weiß, es ist natürlich heute alles ein bisschen unglücklich halt mit dem Mikrofon. Ne? Deswegen, wenn man halt losläuft wie ein Schneider, ja, und die ganzen Kabellagen und das Mikrofon vergisst, dann ist das einfach ein bisschen unglücklich, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Nochmal zu mir. Es ist natürlich, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, liebe Regie. es ist schwierig halt, seine eigene Meinung nicht mit reinzubringen, wenn man halt mit den ganzen Maßnahmen nicht einverstanden ist. Das ist ganz klar. Ja? Wir versuchen das natürlich immer so wirklich so neutral wie möglich zu berichten. Aber es gibt manche Dinge, die einfach wirklich extrem aufregen. Ja? Muss ich noch lernen. Ich gelobe Besserung. Aber das sind so Dinge, wenn man dann halt solche Sachen sieht. Die Dame hat jetzt natürlich gesagt, dass das Satire wäre, ne, von dieser Partei, also die Partei. Ihr könnt das ja gerne mal googeln, ja, die Partei, das soll wohl eine Satirepartei sein. Weiß nicht halt, ob man so mit so einem Thema wie diesem Impfen, mit diesem RNA-Impfstoff, ob man da wirklich so, so satirisch umgehen sollte. Ja? Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz ernste Nummer, ja, mit dieser Satire. Oder besser gesagt mit diesem Impfen. Und es ist wichtig, dass die Leute einfach darüber aufgeklärt werden. Warte mal, du kannst es, glaube ich, warte mal, stell mal hier, wir machen das mal so, stell mal hin. Genau, dann machst du das mal hier so, ein bisschen zurück. Wunderbar, guck mal. Ne, weil wir sind ja hier ein bisschen im Team, wir haben hier ein paar mehr Leute, Gott sei Dank. Ne? Und von daher werden wir einfach mal gucken, wie... Ich bin völlig raus hier, du. Meine Fresse. Fragen, was hast du denn? Was für ein Sender das ist? Oder welche Kunde, ich gebe dir eine Visitenkarte von uns. Leute, Freidenker. Bitteschön, kannst du haben. Na? Deswegen, wir sind ein kleiner YouTube-Kanal. Ja? Und wir berichten halt live von den Demos. Und einfach, um hier eine unverfälschte, wir sind ja, wie gesagt, jetzt auch gerade noch live, um hier unverfälscht quasi und nicht verdrehungswürdig, so wie es AD und ZDF machen, ja, dann quasi Falschmeldungen rauszugeben. Kurze Frage, was ist eigentlich... So. Was ist heute gelaufen? Was haben Sie bis jetzt beobachtet? Weil also bis jetzt haben wir beobachtet, machen jetzt hier mal quasi im Splitscreen quasi sozusagen. Ne? also, was wir heute beobachtet haben, für uns... Es ist eine Menge Antifa hier im Ort. Ja, es ist eine Menge Antifa, die hier ja, die Leute irgendwie versuchen wollen zu erziehen. Ja, weil wir hatten das vorhin, als wir vorhin angefangen haben, dass hier die Leute dann durchlaufen wie quasi Sturmtruppen. Ja, und sagen, Maske auf, Maske auf. Das Schöne ist, ich habe eine Befreiung, um frei atmen zu dürfen. Ja, es hat natürlich auch einen Grund. Ja, es ist nicht nur einfach so aus Jux und Ballerei, sondern es hat eine Sache einen gesundheitlichen Grund, warum ich einen Attest habe, ja, und warum ich so frei atmen darf. Aber wir hatten gerade ein Interview, manchmal halt eben aus Solidarität setze ich auch dieses komische Ding auf, was einfach schlimm ist. Ja, also ich persönlich, ich beneide niemanden, der eine Maske aufsetzen muss, ja, und der keine Befreiung hat, sondern im Gegenteil, ich sage einfach, Leute, das ist echt schlecht. Ja, also diese warme Feuchtigkeit, die da sammelt, das ist natürlich ein absoluter Nährboden, ja, für Bakterien, für Krankheitserreger. Und die Leute tun mir eigentlich nur leid. Ja. Ich verstehe das, wenn die Leute Angst haben und sagen, ey Leute, da sind Leute gestorben. Ja, das ist okay, das ist alles richtig. Ja. Aber Abstand halten kann man auch so. Und solange, wie ich nicht anfange, irgendwelche Leute wüst abzulecken und, oder sie anzuspucken, brauchen die Leute auch keine Angst haben. Ja? Ich wasche regelmäßig meine Hände, ich putze meine Zähne, ich habe, Vorsicht, die Dame hinter dir hat auch gefilmt, ich desinfiziere regelmäßig meinen Mund, also es gibt so Mundspülung, da kann man ganz, ganz viel selber machen halt. Ne? Aber die Leute müssten einfach mal langsam aufwachen, dass das, was hier passiert, was von der Regierung passiert, und das ist das, was halt immer verwechselt wird. Es wird verwechselt, dass Regierung, also im Endeffekt ist es, für mich persönlich ist es ein Krieg zwischen der Regierung und den Bürgern, weil die Regierung hier permanent Maßnahmen macht. Das heißt, also es werden Maßnahmen gemacht, so wie jetzt aktuell Lockdown Light. Ne? Wir haben ja hier, wir sind offiziell im Lockdown. Ich sehe nichts davon. Es sind irgendwie ganz viele Menschen. Ja? Und die Geschäfte sind offen, die Leute gehen einkaufen und so weiter und so weiter. Ja? So Lockdown Light heißt das. Es hat nichts gebracht. So, und jetzt kommt man und sagt, so, Lockdown Light hat nichts gebracht.
oh, da müssen wir jetzt aber noch fester draufhauen. Ne? Deswegen immer schön Knüppel raus und auf die Leute drauf. Das kann es doch nicht sein. Leute, ihr macht Existenzen kaputt. Die Politiker machen Existenzen kaputt. Und sie selber erhöhen sich die Diäten noch nöcher umso mehr. Ja? In den letzten 3 Jahren, wir sprechen hier von 28% Diätenerhöhung oder Geldererhöhung. Deswegen, und was kriegt der normale Bürger? Tritt den Arsch kriegt der normale Bürger. Wir sind die, wir dürfen den ganzen Tag arbeiten gehen und am besten direkt nach der Arbeit in die Kiste hüpfen, dass sie bloß keine Rente mehr auszahlen müssen. Und das, finde ich, ist ein absolutes Unding, Leute. Also wirklich. Und wer da nicht langsam aufsteht und dann sagt, Solidarität ist gut, was die Dame gerade sagt. Solidarität ist wirklich gut. Aber nicht so, wie es aktuell läuft. Und die Politiker sind in der Pflicht, uns zu beweisen, uns, dem Souverän, den Bürgern, zu beweisen, es gibt hier wirklich eine extrem epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das haben wir nicht. Leute, die Zahlen geben es einfach nicht her. Und das ist das Ding. Das heißt, neue Regierung, also wir sehen das eher ein politisches Problem. Ich sehe das Alternative? Definitiv. Definitiv. Die Alternative wäre für mich, ganz einfache Nummer, alle Politiker, so wie sie gerade aktuell in der Regierung sitzen, verhaften, ins Gefängnis, Prozess machen. Weil das, was hier passiert, geht gar nicht mehr. Ich weiß, scheiße Leute, ich bringe schon wieder meine Meinung ein. Es tut mir wirklich leid, Leute. Aber es geht nicht mehr anders. Die Politiker, die gehören verhaftet. Weil sie können nicht davon ausgehen, dass sie können nicht sagen, oh, wir haben ja nichts gewusst. Das funktioniert so nicht. Ja? Es muss eine Übergangsregierung her. Die Leute, die müssen, und es geht nicht hier um, das wollen wir gleich mal festhalten, es geht hier nicht um Demokratie stürzen oder sonst irgendwas. Nein, die Bürger, ich bin dafür, dass die Bürger ihre Freiheit zurückbekommen. Das ist das Problem. Deswegen, die Einschränkungen, die wir haben, die sind einfach unter aller Sau. Und wir haben die Grundrechte, ja, wir haben unsere Grundrechte, unsere verbrieften Grundrechte, und die werden hier massiv eingeschnitten halt. Und das kann es nicht sein. Ja, für nichts und wieder nichts. Wegen der Grippe. Ich sage nicht, dass es den Virus nicht gibt. Und das mag sein, dass der wirklich auch einen tödlichen Verlauf hat. Ja? Deswegen, das kann alles sein. Aber das, was aktuell passiert, ist doch, das steht doch in keinem Verhältnis mehr. Wir haben doch ein absolutes Überverhältnis, ein absolutes Übergewicht irgendwo auf einer Seite. Wasserwerfer, ja? Das eigene Volk. Ja gut, Wasserwerfer, das ist halt... Leute, das ist, das ist natürlich genau so ein Ding. Es ist auch wieder eine höchstpolitische Entscheidung. Ja? Also ich kann das halt nochmal sagen. Ich habe das auf unserem Kanal schon mal gesagt. Ich habe ein Gespräch, ein privates Gespräch mit einem Polizisten gehabt. Unter 4 Augen, wir haben uns beim Friseur getroffen, muss man so sagen, ja, oder kann man auch sagen. Und er hat ganz klar gesagt, das, was aktuell passiert, sind höchstpolitische Entscheidungen. Und die dürfen so nicht sein, weil das Verhältnis muss gewahrt sein. Es müssen, und das ist ein Grundsatz, ist das. Ich meine, ich weiß es doch selber, ich habe früher selber in der JVA gearbeitet. Ja, so, das Verhältnis muss immer es muss alles im Verhältnis stehen, das Ganze. Die Maßnahmen müssen zu der Tat im Verhältnis stehen. Und das tun sie aktuell gerade nicht. Ja? Und das ist das große Problem, was wir hier haben. Und deswegen wollen die Leute die Freiheit haben. Gibt es schon konkrete Menschen, die sowas kompetent wären, so eine Übergangsregierung zu bemühen? Kann man sich das schon irgendwie... Also ich sage es jetzt mal so, ne? Also wenn man mich fragen würde, wenn man mich persönlich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragen würde, ich glaube, ich würde mir aus jeder Riege, würde ich mir Leute rausziehen und sagen, pass auf Leute, ihr macht hier ein Gremium, ihr seid hier 20, 30 Leute und ihr guckt bitte, was man aktuell jetzt tun kann, um quasi ein neues System aufzubauen. Ein vernünftiges System, und zwar so, dass alle Menschen vernünftig leben können. Weil ganz ehrlich, Menschen, die 40 Jahre lang arbeiten gehen und nachher Pfandflaschen sammeln müssen, sorry, tut mir leid, das ist nicht gerecht. Das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Es wird noch schlimmer. Ja, genau, es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Ja? Letzte Frage, was ist heute hier passiert? Weil ich bin nicht spät gekommen. Also aktuell, naja gut, das ist ja... Wie hat sich die Bewegung passiert? Gezeigt? Ja? Also wie? Es sind eine Menge Menschen auf der Straße, ja, und ja, man kann leider nicht genau ausmachen, wer zu welcher Riege gehört, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die meisten Menschen, die hier rumlaufen, alles aufgewachte Menschen sind, die Maßnahmen hinterfragen. Das ist nämlich das Wichtigste, was viele Menschen einfach verlernt haben. Hinterfragt alle Maßnahmen. Fragen stellen, warum ist das so? Warum müssen wir das jetzt so machen halt? Hast du Beweise dafür, dass wir das so machen müssen? Das ist das Problem. Das ist das, was die Leute halt nicht mehr können. Bitte? Ach so, genau, das war ja. Ja, der Tierarzt. Da hat die wenigsten, ne? Wir hatten eine Diskussion mit einem Gegendarsteller, ja. Und dem wollten wir Zahlen zeigen. Also ist es okay, dass wir sie filmen, weil sie sind live gerade, ne? Wir wollten dem Zahlen zeigen von der WHO. Ja. Und der sagt zu uns,
Das will ich nicht sehen. Die lesen Schwachsinn, also die schreiben ja nichts Falsches auf RKI. Ja. Die Leute lesen es und reagieren dann wieder drauf. Der Laschet hat am 4.9. eine Pressekonferenz, die eine Viertelstunde dauerte, gesagt, die Zahlen werden wieder steigen, denn im Herbst werden die Erkältungen zunehmen. Er hat von Erkältung gesprochen. Er hat von Erkältung gesprochen und niemand hat es hinterfragt. Ja. Er redet nur von Erkältung. Ja, nicht nur, ist ja nicht nur er, das ist ja auch der Paranoiabach, ne? Der Herr Lauterbach, der ist ja genauso. Ne? Also, die Zahnfee, genau. Oh Gott, Alter. Der kommt mir immer vor, als wäre der so Comedy-Show, Asterix und Obelix oder so. Das Interessante ist, dass seine Frau selbst gesagt hat, dass bei ihm irgendwas nicht funktioniert richtig. Ne? Ja, das ist aber und so eine, gut, das vorbei. Glaubt man jetzt nicht. Ne? Weil so ich sag mal so, Ex-Frau, da kann immer mal sein, dass die Ex-Frau gegen den Mann schießt. Das wollen wir jetzt mal nicht, wir wollen das mal nicht so werten, das Ganze. Ne? Aber es ist schon bezeichnend, wenn im Endeffekt die eigene Frau sagt, oder in dem Fall Ex-Frau sagt, er hat doch davon gar keine Ahnung, von dem, was er spricht. Weil er nicht der Virologe ist, ja, in der sich quasi aus, in dem man sich gerne ausgibt, ne, mit dem Ganzen. So, und das ist natürlich das Panikmacher. Absoluter Panikmacher. Was ich auch wichtig finde, neben der Übergangsregierung, die wir brauchen wir auch wieder freie Medien. Ja, das ist, wir gehören dazu. Jetzt habe ich natürlich leider meinen eigenen Standpunkt mit reingebracht. Neutralität leider. Entschuldigung mal, welcher nicht gelöschte Kanal ist das denn? Nicht gelöscht, du bist gut. Deswegen, wir waren gelöscht. Und zwar uns hat man einfach gelöscht. Einfach gelöscht. Dankeschön. Und zwar ohne Vorwarnung, einfach weg. Einfach weg. Ne? Wir sind ein ganzer Verbund eben aus, bitteschön. Wir sind ein ganzer Verbund aus Medien. Wir berichten halt eben von Demonstrationen. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass es ist schwierig halt wirklich extrem neutral zu bleiben. Also da muss ich sagen, halt, ich mag AD und ZDF nicht, diese Altmedien. Aber was sie können halt ist, ja, jawohl, ja, so und so ist das gelaufen. Also sie können quasi stumpf halt einfach nur daherreden. Das schaffe ich nicht. Ja, also ich versuche es immer wieder und versuche mich auch quasi selbst am Schlawittchen zu packen. Aber so ist haben früher schwierig. Vor Jahrzehnten unsere Politiker auch geredet. Ja. Da waren das waren noch Menschen mit Herz und mit Blut. Menschen mit Herz das und sind Verstand. Doch, das sind doch Marionetten, die wir da mittlerweile jetzt haben. Wir haben da nichts mehr zu sagen. Wenn der Spahn im Juni sagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel testen. Und einen Monat macht er genau das Gegenteil von dem, was er selber gesagt hatte, was man nicht machen darf. Aber da kann es doch bedeuten, dass er einen Anruf bekommen hat von jemandem, er soll es doch tun. Das ist ja nicht das Einzige. Ne? Deswegen, er hat ja gesagt, so wie früher agiert wurde, so wie im Anfang des Jahres agiert wurde mit diesem harten Lockdown, das wird so nie wieder geben. Wir werden die Friseure nie wieder zumachen. Warte mal, was ist ohne Einzelhandel. Was ist denn ab Mittwoch? Wahrscheinlich Lockdown. Ja. Komisch. Das Gegenteil von dem, was ein Politiker dir sagt, und du bist der Wahrheit näher. Ich wollte gerade sagen, ne? Deswegen, wenn die schon guten Morgen sagen, ist das, glaube ich, schon gelogen, ne? Aktuell. Also in der aktuellen Lage. Ich meine ganz ehrlich, ich bin ehrlich, ich würde gar nicht jeden Politiker über einen Haufen scheren. Ja. Deswegen, ich glaube, es gibt bestimmt wirklich eine Menge Politiker, die den Schneid hätten, etwas zu machen. Aber natürlich, und das ist das Problem, um was es immer geht. Es geht immer ums Geld. Die werden aber unterdrückt. Nein, es geht ums Geld. Ja, also, es geht ums Geld. Weil stellen Sie sich vor, hat ja Angela Merkel, ne? Wie viel waren es? 220 Millionen oder sowas, halt, die sie da abgedrückt hat? Ne? Und auch der Herr Spahn, deswegen, das muss man sagen, das wissen auch viele Menschen nicht halt. Ne? Herr Spahn hat Gelder rausgeballert für YouTube. Ja, damit eine ordentliche Berichterstattung über YouTube stattfindet. Und an erster Stelle stehen soll. Damit sie halt an erster Stelle stehen sollen. Halt. Ja. Und dann weißt du doch genau Bescheid, was hier los ist. Ne? Deswegen, lieber YouTube, bitte nicht unseren Kanal wieder löschen. Ja? Deswegen, wir versuchen neutral zu berichten. Ja, deswegen, aber das sind die Fakten. Das sind Fakten. Wir machen nichts anderes. Ne? Aber naja, wer die Wahrheit spricht und so, und dann mit dem schnellen Pferd, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Deswegen habe ich das gerade mit der WHO auch erwähnt, mit unserer Diskussion eben. Weil es gibt genug Fakten, aber die Leute wollen es einfach nicht hören. Das ist das große Problem. Deswegen habe ich gesagt, die Leute halt müssen hinterfragen. Irgendwie in Deutschland, wir haben wirklich so diese Kultur, dass wir nehmen einfach alles hin. Wir sind schon so geprägt. Wir werden irgendwie schon so geprägt, schon seit mehreren hundert, seit sehr, sehr vielen Jahren, dass man einfach hört. Wir werden hörbar gemacht. Okay. Sind Sie hier aus Frankfurt? Nähe Frankfurt. Also Nähe Frankfurt. Ja. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? 26. Das heißt, Schule ist noch gar nicht so lange her. Ja. Okay. Darf ich fragen, was haben Sie in der Schule so beigebracht bekommen? Zu hinterfragen? Also, nein, hinterfragen auf jeden Fall gar nicht, schon mal einfach nur auswendig lernen. War der Tierarzt da bei Ihnen Direktor?
Fast, ja, ungefähr. Also ich weiß noch, dass ich mir immer einen Spicker geschrieben habe und von dem Spicker konnte ich dann wunderbar abschreiben und mehr musste ich auch nicht machen in der Schule. Okay. Aber ja, ich habe auf jeden Fall nach der Schule dann endlich mal angefangen, mich alles ein bisschen zu hinterfragen. Man sagt immer, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Ich frage mich, wo die Dichter und die Denker vor allem sind. Eigentlich Die Denker sind ausgestorben. Wir waren mal in einer goethischen Kulturepoche, wo man eigentlich frei denken, der diese Humanität eigentlich hier nach Deutschland bringen wollte, dass man einfach mal darüber nachdenkt, wie das eigentlich funktioniert, wie diese Strukturen funktionieren. Aber genau dieses Hinterfragen, das kreative Denken wird hier extrem unterdrückt, vor allem in Deutschland. Also ich studiere Gesundheitswissenschaften. Ich habe mich sehr intensiv mit den Statistiken auseinandergesetzt und man findet natürlich die Statistiken. Die neutralen Statistiken findet man nicht über die Medien. Also wenn ich jetzt Google Corona eingebe, dann kommen immer nur die absoluten Zahlen. Es wird Angst gemacht, es wird Schrecken gemacht. Als Gesundheitswissenschaftlerin habe ich mir mal die Statistiken insgesamt angeschaut, die nicht veröffentlicht werden, aber die ich dann über Telegram geholt habe, aber die alle WHO zertifiziert sind, etc. Aber wenn man sich eben die Statistiken mal genau anschaut, es sind so viele Punkte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, eigentlich ist ein Grundsatz der Wissenschaft. Man gibt immer große Studien an, wie viele Infizierte gibt es auf Testanzahl, relative Häufigkeiten, da sagt man dazu, man gibt eigentlich nie die absoluten Zahlen an. Das ist ein Grundsatz der Wissenschaft, aber wird natürlich schon mal nicht gemacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Schaut man sich mal die Statistik an, wo überhaupt alle viele Corona-Tote angeblich, natürlich sind alle auch erstmal mit Corona gestorben, ob sie einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall, was auch immer. Sie hatten auch einen Autounfall, aber kriegen Corona-Tot zugeschrieben. Plus, wenn man sich aber insgesamt die Todesfälle anschaut, gibt es einfach nicht mehr Todesfälle insgesamt über das ganze Jahr verteilt als in den letzten Jahren. Es gibt auf einmal kein Influenza mehr, es gibt auf einmal kein... Also, nur, dass sie einfach drin sind. Ja, natürlich dürfen sie reden. Es gibt kein Influenza mehr, es gibt... Ich habe mir zwei angeschaut, 2017 war die, ich glaube, 11 häufigste Todesursache, 11 oder 9 häufigste Todesursache, Lungenentzündung, nicht mehr bezeichnet. Ich habe mir die Symptome dazu angeschaut. Könnte man genauso jetzt auch zu Corona ziehen. Auch wenn man sich wirklich über die verschiedenen Altersstufen hinweg die Todesfälle insgesamt anschaut, sind es nicht mehr. Wenn man sich anschaut, wie viele an Influenza, an Krankenhauskeim sterben, das interessiert keinen. Wie viele, dann schaut man sich natürlich noch die eigentlich in jeder wissenschaftlichen Studie schaut man sich immer die Faktoren an. Faktoren wie... Wie viele sind jetzt depressiv? Wie viele bringen sich um? Wie viele rufen nicht mehr an im Krankenhaus, weil sie Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie Herzinfarkt oder Schlaganfall haben? Das sind eigentlich alles Faktoren, die man mit reinzählt. Das ist ein Grundsatz der Wissenschaftlichkeit. Robert Koch hätte sich jetzt schon 10-mal selbst umgebracht, weil er sich denkt, was ist das hier bitte in Deutschland? Das heißt, was glauben Sie, also jetzt persönlich, was glauben Sie, was dahinter steht? Wenn man sich anschaut, wer Corona-Maßnahmen finanziert, sind es die größten Konzerne, Lobbyisten etc. Für mich persönlich macht es Sinn, meine eigene Meinung, wer überlebt Corona-Maßnahmen, die schon ganz oben sind, also die großen Konzerne, überleben so etwas. Wer stirbt? Freidenker, Menschen, die selbstständig sind, die kreativ arbeiten, die kleinen Unternehmen, aber die sterben jetzt gerade aus. Man kann mehr kontrollieren. Gerade die, man konnte natürlich als Kleinunternehmer immer ganz gut steuern, vielleicht auch, muss man nicht immer alles angeben. Und alles gut. Wir sind hier gerade im Interview. Genau. Haben Sie eine Maske dabei oder eine Befreiung? Ich habe eine Befreiung, ja. Deswegen, wir sind gerade im Live. Würden Sie ganz kurz warten, wir machen das sofort und dann lassen Sie uns das kurz fertig machen. Ich möchte gerne Ihre Befreiung sehen. Sie können gleich weitermachen. Kameramann, sag mal so gut. Genau, das geht auch. Na, so. Deswegen. So. Wie gesagt, wenn man sich eigentlich anschaut, 1870 waren wir ein Kaiserreich, es kam die goethische Kulturepoche, man hat darüber gesprochen, wir sind ein Land der Dichter und Denker, Deutscher ist man nicht, Deutscher wird man, wenn man seinen Kopf benutzt, aber heute benutzt keiner mehr seinen Kopf, die Meinung wird einfach unterdrückt,
Und Entschuldigung, was sind wir denn für ein Land, wenn wir als Deutsche, die eigentlich, wir sollten eigentlich schlau sein, wir sollten einer der reichsten Länder hier auf dieser Welt. Aber PISA-Studie geht nach unten, alles geht nach unten. Wir sind ein super veraltetes Schulsystem. In anderen, in den nordischen Ländern gibt es Projekte, es gibt Projektunterricht, es wird alles kombiniert. Aber was machen wir in Deutschland? Wir einfach nur glatt auseinander auswendig lernen. Ich habe nur Spicker geschrieben damals in meiner Schulzeit und ich bin bestens durchgekommen. Und ist das der Sinn einer Schule? Entschuldigung, wo sind wir denn? Wahrscheinlich, ja, deswegen. Also, ja. So, ich komme mal zu Ihnen hier. Abstand? Super gesagt. 1,50 Meter? Achso, wir dürfen hier nicht den rechten Arm nehmen, halt, weil sonst heißt es wieder, wir sind Rechte. Vor allen Dingen, habt ihr das gesehen? Deswegen, die sind direkt auf uns zugestürmt hier, du. Wie die, naja, egal. Gut. Die Frage ist, was könnte man tun, quasi um diese aktuelle Lage, was könnte man tun, um das zu beenden? Oder... also quasi, damit die Leute auch keine Angst mehr haben. Ja, weil im Endeffekt, ich glaube, die Presse Angst. Hat ja einfach Leute Angst gemacht. Ne? Natürlich. Es wird so eine Angst geschert wegen Sachen, also dieser PCR-Test. Ich habe mir die Metastudien angeschaut. Ja, ich gucke mir nicht eine Studie an, ich schaue mir die Reviews an über Cochrane Library. Das ist ein dänisches Institut, unabhängig. Und warum auch immer, ist es auch höchst unwissenschaftlich, schreiben die Fehlerwahrscheinlichkeit von diesem PCR-Test zwischen 30-70%. Wo sind wir denn, dass es jetzt eine Sparte zwischen 30-70% gibt in der Wissenschaft, aber gut. Genau, also einfach, dass es diese, ja, natürlich man müsste, so hier, so YouTube-Kanal wie hier, dass man einfach mal anstrebt. Leute, ihr dürft ruhig gerne wieder selber nachdenken, aber wir sind halt, wir werden geimpft mit dieser Angst und es wird halt extrem viele Maßnahmen, die von außen kommen, Finanzierung von überall her, um diese Angst weiterhin zu schüren. Und Politiker werden halt einfach auch in die Position gedrängt, das zu machen, was am Ende die Lobbyisten wollen. Wie gesagt, Lobbyisten finanzieren diese Corona-Maßnahmen. Okay. Ja. Frage, haben Sie das von Österreich gehört? Von, glaube ich, vorgestern war es, ne? Ja, vorgestern, der ne? Der mit der Coca-Cola? War bezeichnet, oder? Ja, Hammer. Also generell, ich frage mich auch, wie es Österreich, ich weiß nicht, ist es nach wie vor so, dass es da keine Maskenpflicht mehr gibt? Nee, ich glaube, Österreich hat, glaube ich, also aktuell weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die haben gerade alles volle Kanne. Ne? Deswegen, die wollen alles hart machen. Also harten Lockdown und so weiter und so weiter. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, Leute, schreibt in Chat, ob es aktuell in Österreich ein Dings gibt. Wir aktuell wissen es jetzt gerade nicht. Wir kriegen von der Regie, kriegen wir dann Bescheid, ob das so ist oder nicht so ist. Ja. Also lächerlich, ja natürlich. Da fragt man sich, was ist das? Wo sind wir? Was für ein Leben ist das denn bitte? Ja, ich kann mich, also es ist für mich irgendwie Fantasy gets more reality. Also irgendwie ist es so Matrix. Wieso Matrix fühlt man sich inzwischen? Man denkt sich so, Leute, ihr müsst nicht mal viel nachdenken. Es ist nicht so, dass ihr Bücher lesen müsst. Ihr müsst einfach nur ein kleines bisschen um die Ecke denken. Und euch tatsächlich ein bisschen mehr mit den Stadt wirklich Fakten auseinandersetzen. Und dann ist es eigentlich offensichtlich, dass wir verarscht werden. Bitte Leute, versucht offen nachzudenken. Das war ein Statement. Leute, das war ein Statement. Wir sind nachdenken. Das Land der Dichter und Denker. Wir können mit Denker anfangen. Wir sollten es wieder werden. Wir sollten es wieder werden. Ne? Ja, Leute. Liebe Regie, gebt mal kurz was aufs Ohr. Sind wir noch die Einzigen oder gibt es noch, wo wir noch hingehen können? Okay. Ich muss mal kurz warten, was die Ü sagt, was die Regie sagt. Super, danke. Ja, sei mal bitte so gut, dann können wir ganz kurz noch mal so sprechen.